Servus, der Nick hier von Elzone Door Reviews und heute gibt es die Beamshots zur Sofion SC 31 Pro. Wir sind jetzt in dem Modus, mit dem die Lampe ausgeliefert wird. Ein langer Klick bringt uns zu Moon. Ich sehe hier den Weg bis zu den Schildern ziemlich gut. Das Gebüsch schwach, aber die Schilder sind zumindest sehr gut zu erkennen. Das sind 10 Meter Entfernung. Hier in 20 Meter die Schilder sind ja, schemenhaft zu erkennen. Die einzelnen Modi erkläre ich jetzt nicht im Detail, denn wir haben hier ein Andurel User Interface. Da kann sich jeder die Modi so einstellen, wie er das möchte. Das heißt, jeder kann sagen, wo Low ist, also wo unten ist und wo die höchste Stufe ist. Ihr habt gesehen im Schnelldurchlauf, das waren die einzelnen Stufen. Die Schilder links sind 20 Meter, das Auto sind 30 Meter und ganz hinten das Schild in der Mitte, das sind 60 Meter. Jetzt sind wir aber erst auf High. Den Turbo gibt es auch noch. Ich kann leider gerade nicht weiter weggehen, weil hier neben mir, wo ich sonst noch die 120 Meter Aufnahmen mache, da steht jetzt gerade Mannshoch der Mais. Aber ihr seht, 2000 Lumen, 60 Meter Parkplatz ist mehr als hell ausgeleuchtet. Wir können auch noch in Ramping-Modus rübergehen. Drei Klicks, jetzt sind wir im Ramping-Modus. Und hier können wir jetzt komplett stufenlos von sogar einem noch niedrigeren Wert, als wir gerade eben auf der ersten Stufe waren. Stimmt, das hier dürfte jetzt, glaube ich, ein Lumen sein. Das heißt, die erste Stufe gerade eben war etwas höher. Die Schilder sieht, ja, doch, die sieht man reflektieren. Zum Lesen reicht sie allerdings auf 10 Meter schon eigentlich nicht mehr. Als Rechte das geht. Und jetzt kann ich hier eben komplett stufenlos hochrampen bis zum High-Wert und mit einem Doppelklick wieder zu Turbo hochschalten. Alle anderen Modi sind eigentlich schon bekannt. Wenn ihr noch mehr Details dazu haben wollt, googelt einfach mal Andurel User Interface. Von daher halte ich es hier kurz. Vielen Dank fürs Reinschauen. Servus, sagt der Nick von Elzone Door Reviews.